Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und mir folgt bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Type 4 Heavy, der Japaner. Und ja, man sieht hier mit seinem 9er ist er Top-Tier, dann gibt es noch 8er, 7er und sogar 6er Scouts, also von dem her sollte ein bisschen Schmackofatz für ihn hier dabei sein. Und man sieht so ein T21, der geht einfach mal unter gegen so ein Type 4. Das ist halt einfach schon extrem unterschiedlich. Eine Sache zu diesem Video. Ich kenne ja, das ist ja bekannt, dass ich mir die Videos vorher nicht anschaue, sondern da mich da überraschen lasse, um das so zu kommentieren, dass ich es wirklich auch das erste Mal sehe. Und ja, das ist auch hier der Fall. Aber ich kenne natürlich die Stats schon soweit. Und Damage Block bei Armor ist, glaube ich, das, was ich in der Form so hoch noch nie auf meinem Kanal hatte. Also von dem her lassen wir uns da schon mal direkt überraschen, wie viel Damage er am Ende blocken kann. Es ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Aber bis das passiert, dauert es erstmal wahrscheinlich noch eine Zeit, weil er fährt hier auf den Hügel hoch. Was aber schon mal gut für ihn ist, der Gegner hat kein Arti-Unterstützungsbuff. Was ist denn los mit mir gerade? Seht es mir nach. Also der Gegner hat keine Arti. Ich habe gerade die Geistens geschaut. Wahrscheinlich bin ich direkt verblödet. Ich finde die unterhaltend, aber dass ich da gleich kein Deutsch mehr kann, das ist natürlich erschreckend. Gut. Die Geistens sind passé. Der Type 4 Heavy ist jetzt das Maß der Dinge. Ist schon einfach ein Monster. Aber die Japaner sind, seitdem sie im Spiel sind, sehr beliebt. Und ich habe so das Gefühl, wir sehen hier gleich den Grund, warum das der Fall ist. Der Gegner hinten prescht schon durch. Auf jeden Fall ist der gefreite Wolf, der hier das Replay eingeschickt hat, sehr pinkfreudig. Das merkt man gleich schon. So, jetzt hat er den Hügel gleich bezwungen und jetzt geht er dann so, dass er endlich mal auf den Gegner schießen kann. Deswegen da der ES-8. Und er prallt sofort ab. Das läuft direkt gut. Macht er jetzt hier einen auf Sniper oder fahrt er runter? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Und scheinbar fahrt er zumindest mal ein bisschen weiter vor. Also hier ist er auf jeden Fall für den Gegner beschießbar. Da jetzt zu warten, ja, muss man auch machen können. 2 zu 5 für den Gegner. So, aber jetzt rushen sie hier. So, da ist der Jagdtiger. Der prallt auch ab. Bisher nicht so von Erfolg gekrönt, die Runde. So. Der Tiger prallt da erstmalig ab. Der ES-8 auch. Und er trifft jetzt auch endlich mal. So, der Jagdtiger auch. Rheinmetall auch. Tiger auch. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum er so viel abprallt. So, er weiß gerade gar nicht, auf wen er schießen soll. Jetzt den Tiger. Jetzt hat er sich da. So, jetzt ist er ja mal wieder repariert. Hat ja noch ein bisschen Struktur. 3 zu 7 schon für den Gegner. Das ist natürlich schon ordentlich. Jetzt ist er offen. Da ist wieder mal der IS-8. Aimt ein. Und er trifft hier. Macht es hier besser als der Gegner. Und Jagdtiger, IS-8. Tiger, alle prallen an ihn ab. So, der Jagdtiger nochmal wieder. Der IS-8 mal wieder. Der Tiger. Tita E. Und auch da macht er ey, krass. Der ES-8 hat dann mittlerweile doch getroffen. So, der Jagdtiger dann nicht. Oh, der ES-8, der schießt sich jetzt ein. Der groovt sich jetzt langsam ein. Weiß, worin hinschießen muss, soll. So. Der Jagdtiger, der verzweifelt, schießt jetzt HE. So, und aber der ES-8, der hat sich jetzt so eigentlich eingegroovt, dass er ihn hier schon ordentlich HP gekostet hat. Also 1500 fast in Summe. Sein Glück jetzt, dass der Jagdtiger jetzt von ihm hier ablässt. Der ES-8. Jetzt ist er weg.
Weil es war gefühlt der Einzige, der wirklich irgendwie umgehen konnte mit ihm. Und auch wenn es mit Premium war. Aber nun hat sich der Gegner umgestellt und er kann hier weiter seinen Spaß haben. So, der Jagdtiger, zack. Der Jagdtiger prallt wieder ab. Das ist übrigens so der Moment, wo ich als Jagdtiger mal wirklich Premium auch nochmal schießen würde. Nee, so nicht. Ja, dafür so. Ja, jetzt weiß ich, wo der abprallende Schaden Gott, oh Gott, was machst der, ey? So, er macht's besser. Der Jagdtiger checkt's immer noch nicht. Krass. So, und jetzt macht er ihn weg. Ja. Jetzt macht er ihn weg. Steht nur noch 9 zu 10. Aber auch in Anführungszeichen nur noch 585 Struktur. Das könnte gefühlt auch ein bisschen mehr sein. Jetzt ist auch wieder offen. Das ist natürlich mit dem Panzer ganz einfach, dass man da offen ist. So, nee, der war nix. Der ging schön im Boden. So, da kommt eine Lorraine 40 Tonner auf den T-30 da oben. Der hat den jetzt mal schön beschossen. Lorraine will jetzt hier wohl auf ihn schießen, aber da kriegt er gleich mal eine zurück. Und ich könnte mir vorstellen, dass der T-30 die Lorraine gleich wegmacht. Ist jetzt leider nicht mehr gespottet. Macht er einen Blindshot oder wartet er? Das ist die Frage der Fragen. Auf jeden Fall kommt also auch so ein AMX 12 Tonner oder sowas, dass der mal von hinten ranfahren würde. Alles nicht der Fall. So, da ist jetzt die Lorraine auf dem T-30, aber ja, Rheinmetall mit Premium nicht durchschlagen. Jetzt kriegt er gleich die Quittung dafür, dass er es probiert hat. Muss aufpassen, also vom Schaden her. Der Rheinmetall hat die kleine Kanone, also die große kleine Kanone so gesehen drauf. Und die macht halt dann ist doch 750 Schaden, also ein Durchschlag und der wäre Geschichte. Jetzt die Lorraine auch noch von der Seite. Der erste ist durchgegangen, der zweite prallt ab, der dritte prallt ab. Aber lustig, von wo die schießt. Und auch der vierte prallt ab. Und jetzt nochmal ein Abpraller. Wo konnte die denn? Hat die 5 Schüsse im Magazin? Ich dachte irgendwie lustigerweise nur 4. Oh, der Tiger ist auch noch voll, auch wenn es nur ein 7 in Anführungszeichen ist, aber der hat doch... So. Der Rheinmetall, der ihn jetzt zweimal genervt hat, den konnte er jetzt endlich mal ausschalten. Ja, die beiden haben hier noch ordentlich was vor, das muss man ihnen schon lassen. Der T-30 ist oben gut beschäftigt. Er unten hat auch immer ganze Zeit von irgendwo was. So, da konnte er den AMX 12-Tonner gut stoppen. Jetzt hat er den Tiger hinter sich. Der kommt ihm gleich ins Heck. Jetzt muss er erstmal schnell den hier ausschalten. Ja, von vorne schafft er den nicht. Der Tiger von hinten schafft ihn nicht zu durchschlagen. Eieieiei. Also einen solchen Gegner, der T-30 hat sich oben gut erwehrt. Den anderen. So, jetzt will ihn der Tiger umfahren, aber... So schnell ist halt der Tiger nicht. Und mit Premium 237 Durchschlag, da hätte er ihn von hinten auf jeden Fall mal machen können. Aber, nee, da hat er jetzt keine Chance mehr, One-on-One. Und er, wie gesagt, ab und an HE mitnehmen, Premium mitnehmen und sonstiges. Dafür, man braucht halt einfach diese Munitionsarten und die halt auch wirklich nutzen. Aber in dem Fall hat keiner dem Type 4 Heavy sich erwehren können. Er hat gemacht 7238 Schaden und hat gemacht 11.900 Schaden, den er geblockt hat.
Joa, ich würde sagen, erfolgreiche neuner Runde. Der Sieg war mehr als verdient. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr wisst, Daumen, Abo, Kommentar immer gern gesehen. Ich freue mich über alles. Bis bald. Ay, caramba.